Wir sprechen vom Lungenkarzinom. Ein Lungenkarzinom ist eine bösartige Neubildung im Lungengewebe. Diese kann entstehen an den Atemwegen, an den großen Gefäßen oder aber auch im Lungengewebe selbst. Die Hauptrisikofaktoren für die Entstehung von Lungenkrebs sind vor allem die Inhalation von giftigen Substanzen, allen voran das Rauchen. Der Lungenkrebs selbst ist immer noch eine der häufigsten Krebsdiagnosen in unserem Land. Leider können wir viele Patienten erst relativ spät diagnostizieren mit Lungenkarzinom, denn die Symptome treten erst spät auf. Dazu gehören Bluthusten oder eben auch ein lang anhaltender Husten, der trotz Behandlung mit Antibiotika zum Beispiel nicht weggehen will. Wenn Sie also solche Symptome merken an sich, seien Sie gerne hartnäckig und gehen zum Arzt oder zum Spezialisten und lassen sich untersuchen.